So sah der Briksdalsbreen vor ein, zwei Jahren aus, als man noch gefahrlos auf dem Gletscher wandern konnte. Und so sieht er heute aus. Das Eis ist dramatisch abgeschmolzen und wie gefährlich es sein kann, wird uns schlagartig klar, als wir uns dem Gletscher nähern. Auf halber Höhe haben sich plötzlich große Blöcke gelöst und schlittern nun gefährlich nahe an einigen Touristen, die sich über die Absperrung hinausgewagt haben, vorbei ins Tal. Den jenta som eg lova, hos veik meg leike vel. Von den eisigen Höhen des Briksdalsbreen kehren wir nun zurück an die Atlantikküste. Unser Ziel ist Ålesund, ein kleines Städtchen, dessen über mehrere Schäreninseln verteilte Lage schon vor 100 Jahren einen begeisterten Norwegenfahrer faszinierte, nämlich Kaiser Wilhelm II. Als die alten Holzhäuser Ålesunds in einer Januarnacht des Jahres 1904 fast vollständig abbrannten, war es der deutsche Kaiser, der mit großzügiger Katastrophenhilfe maßgeblich dazu beitrug, dass die Stadt in nur 7 Jahren im damals gängigen Jugendstil neu errichtet werden konnte. Bei Trondheim erreichen wir die legendäre Europastraße 6, welche die Hauptstadt Oslo mit dem Nordkap verbindet. Dies ist unser Eintritt in die nördliche Region Norwegens und erstmals wird nunmehr auch weit am Horizont das eigentliche Ziel unserer Reise greifbar,
die 300 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegenen Inselgruppen der Lofoten und Westrollen. Doch noch trennen uns 1000 Kilometer Fahrt von diesem Ziel.